Dr. Carolyn. Ja, Sir, Mr. Johnson. Sie ist das Rückgrat dieser Firma und wird schon rein, aber leider schon vergeben. Sie gehört der Wissenschaft. Ja, wohin denn nun? Nach oben. Ja, ich glaub. Nee. Oder? Fast. Verdammt. Ach, hier müssen wir hin. Okay. So. Und wir fallen wieder durch das O. Durch den Kreis. Hallo. Bei uns werden täglich tausende von Tests durchgeführt. Die kann ich nicht alle persönlich beaufsichtigen. Darum habe ich diese Nachrichten aufgenommen. Damit kann ich auf alle Fragen und Zwischenfälle reagieren, die bei diesem Forschungsabenteuer auftauchen könnten. Dein Testprogramm hängt von deiner Fähigkeit, der Welt deinen Willen aufzuzwingen ab. Alle, die heute das Rückstoßgel für uns testen, folgen bitte der blauen Linie auf dem Boden. Für alle, die sich zur Injektion von Gottesanbeterin DNA gemeldet haben, gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Schlecht, der Test wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Gut, wir haben etwas viel Besseres. Du kämpfst gegen eine Armee von Gottesanbeterinnen. Nimm eine Waffe und folge der gelben Linie. Du merkst von selbst, wenn der Test losgeht. Okay. Wir sollten echt hier mal aufräumen. Ja, ewig langer Fahrstuhl. So, na, wo müssen wir hin? Etwa dort rüber. Ah, ich glaube, wir müssen hier rüber und müssen uns dort schleudern lassen. Jetzt ist aber die Frage, wo wir runterspringen müssen. Ah, ich glaube, ich weiß schon. Haben wir etwas ein bisschen Umweg gemacht. Direkt runterspringen auch. Ja, gut. Blöd, das war jetzt Fail. Sehen wir irgendwo hier einen? Nee, natürlich nicht. Oh Mann, ich bin dumm. Ja, ich bin wirklich dumm. Okay, wir wissen jetzt eines dafür. Der Fahrstuhl kommt viel schneller nach unten als nach oben. Okay, wir können mit dem Fahrstuhl gar nicht mal nach unten. Hier mal was. Ah! Juhu! Knapp! Knappe Sache. Bin da, wer noch? Pumpstation Alpha, so. Pumpstation, ah, dann aktivieren wir mal. Gehen wir mal telefonieren. Huh?
Wie läuft es mit dem Cloud? Ah, wir müssen hier hoch. Habt ihr das gesehen? Da war wir. Okay. Und du? Ah, guck mit nach. Das heißt, Wissenschaftler sind wie Zwerge auf den Schultern von Riesen. Nicht so bei Albert Schul. Wir brauchen niemanden, der uns das Händchen hält. Nicht? Ich halte aber gern Händchen. Ja, der Loadscreen hat sich jetzt auch ein bisschen verändert. Aber hier werden wir nur getestet. Ekelhaft. Boah. Okay, fangen wir an. Beim ersten Test spielt das sogenannte Rückstoßgel eine große Rolle. Du gehörst übrigens nicht zur Kontrollgruppe. Du kriegst das Gel. Dem letzten armen Teufel haben sie nur blaue Farbe gegeben. Ja, der hat sich jeden einzelnen Knochen gebrochen. Tragisch, aber aufschlussreich, sagen die im Labor. Boing. Das ist das neue Element. Wenn wir uns ducken, dann hören wir auf zu springen. So. Aha, okay. Das heißt, wir müssen jemanden rüberspringen. Fein. Hallo. Wir haben auch irgendwie neue Würfeln, also andere Würfeln. Ich glaube, das sind jetzt die richtigen Tests. Die wir vorher waren, nur Fake-Tests. Schätze ich mal. Die Jungs im Labor meinen, ich sollte die Kontrollgruppe nicht erwähnen. Sie meinen, ich sollte diese Nachrichten nicht mehr aufnehmen. Das hat mich auf die Idee gebracht, noch mehr davon aufzunehmen. Ich bin hier der Boss und ich kann so viel über Kontrollgruppen reden, wie ich will. Kannst du einfach darüber reden, wie wir jetzt da weiterkommen? Next Testchamp is this way. This way is a little bit kaputt. Meinst du nicht? Ah. Ah, hier kommt er. Beim nächsten Test versetzen wir das Gel mit Nanopartikeln. Diese kleinen Dinger werden milliardenfach in deine Blutbahn eindringen und neuartige Gene und RNA-Moleküle in deine Tumore einschleusen. Du sagst, du hast keine Tumore? Keine Angst. Wenn du in der Lobby ohne Bleiunterwäsche auf einem der Klappstühle gesessen hast, dann hast du dann bin ich ja beruhigt. Okay. Na, was hilft mir das? Also man sieht es, es ist nicht ganz unblind. Ich muss jetzt zum Würfel. Ah! Okay. Hab dich. Oh, dann schnappen wir jetzt den Würfel. Na, aber jetzt. Und was bringt uns das? Ah, okay. Alle, yep.